Hallo zusammen. Wir sind nicht in Duna, jedenfalls nicht wirklich, außer mit unserem alten Duna-Länder 4.2. Ich habe jetzt gefühlte 6-7 Stunden versucht, mit einem Raumschiff hierher zu kommen. Nämlich mit so ziemlich genau dem Duna-Länder 4.2, nur ohne den Länder obendrauf und stattdessen mit einer Roboterkapsel. Der Haken hat sich nun dabei herausgestellt, dass die Roboterkapsel, wenn da dran eine Dockklammer ist, dass das nicht docken kann mit dem Ding da. Also war der ganze Versuch für die Katz, was natürlich sehr frustrierend war. Aber ich habe jetzt eine andere Idee. Also zuallererst gehen wir jetzt zu unserem Duna-Länder 4.2. So, Kannibale. Und dann bringen wir ihn in eine andere Umlaufbahn. Und zwar wollen wir eine Umlaufbahn haben, die genau so ist wie die von Icke um das Ding rum. Das müsste dann auf der gleichen Ebene auch sein wie der Rest der Planeten. Also alles auf einer Achse. Damit das später mit dem, in Anführungszeichen, Docken einfacher wird. Und ich setze das Docken in Anführungszeichen, weil wir nicht docken werden. Docken ist wirklich der Knackpunkt für mich. Ich habe nicht die Motivation, da lange zu üben, weil ich halt zu viel zu tun habe mit anderen Projekten. Deswegen machen wir das anders. Idee 1 war, es gibt jetzt diese Anschnallgurte, die man auf Raketen raufbappen kann. Also Idee 1 ist, wir bappen so ein Anschnallgurt-Dingens an eine Rakete ran, fliegen hier hin, er steigt aus, springt auf die Rakete, schnallt sich auf der anderen Rakete fest und fliegt damit nach Kerbin zurück. Oder die etwas wahrscheinlich sicherere Methode, wir nehmen einfach eine Rakete, wo drei Kerbins reinpassen, schmeißen einen davon auf Kerbin schon raus, dass eigentlich nur zwei Kerbins hochfliegen, dann haben sie ja einen Platz. Und dann fliegt die Rakete an die Rakete hier ran, möglichst nah, also so nah, dass man fast docken könnte. Dann dockt sie aber nicht, sondern unser Kannibale springt raus, springt auf die andere Rakete, krabbelt rein und fliegt mit den anderen beiden Jungs wieder nach Hause. Das müssen wir dann gucken. Jetzt wollen wir erstmal die Umlaufbahn so hinbekommen, dass sie auf der Ebene hier ist. Dazu müssen wir... wo müssen wir den Teller anpacken? Also ich sehe die Umlaufbahn immer als einen Teller. Und je nachdem, wo man den Teller anfasst und dreht, verändert sich die Umlaufbahn. Ich glaube, wir müssen es da anpacken, wo wir es hinhaben wollen. Also da oder da. Testen wir einfach mal. Manöver. So, und jetzt war das das rosa Ding. Sieht fast so aus. Aber es verändert die Umlaufbahn zu stark. Warte mal. Also hier. So. Manöver. Oder war es doch oben? Also nicht an der Seite vom Teller, sondern oben vom Teller. Hier. Was passiert, wenn wir es hier kippen? Dann dreht er sich echt nur... Also dreht er sich von diesem Punkt aus. Das ist so, als wenn man hier die Hand ransetzen würde und das Ganze dann gegen den Uhrzeigersinn dreht. Aber ne, also hier ist also falsch. Stopp. Dich dahin gibst du in die falsche Richtung. Dich da hinten hin gibst du in die richtige. Weiter runter. So, weiter kippen. Und das Ding fliegt raus. Ha, es kann sein, dass wir das in mehreren Abschnitten machen müssen. Also zurück. Soweit bist du wieder auf der... So. Ist... Ja. Also wir können es minimal kippen, ohne dass die Umlaufbahn wirklich größer wird. Aber danach haben wir ein Problem. Ja, das ist schade. Was könnten wir sonst noch machen? Wir haben noch das andere. Das blaue, aber das macht, glaube ich, was ganz anderes. Ja. Das packt quasi am Teller an und dreht das Handgelenk nach links oder rechts. Ja, nee, das will ich nicht. Weg. Okay, da. Manöver. Kippen. Oh, das sieht gut aus. Ich glaube, ich kippe es einfach mal so. Wow, wow, wow. Hey. Nicht von Icke einfangen lassen. Ganz ruhig. So. Das sieht ja schon fast so aus. Und dass die Abwärtsachse so hoch ist, können wir ausgleichen, indem wir einfach gegen...
gegenbrennen. Richtig? Oh, nicht so viel gegenbrennen. Wir wollen nicht abstürzen. So. Ja, das ist schon mal ein sehr guter Anfang. Wie viel Dingens brauchen wir? Oh. 800 Meter die Sekunde, um die Umlaufbahn so zu verändern. Ja, nö, das wird nix. Das wird niemals nicht was. So viel zu dem Plan. Also, die Rakete, die jetzt kommt, die wir hier zusammenbasteln, die muss dann halt diese Umlaufbahn hinbekommen. Was recht schwierig wird. Denn sie kommt ja von hier da angeflogen. Das heißt, sie wird auf der Höhenebene hier sein. Außer wir machen irgendwas ganz Abgefahrenes. Aber gut, können wir nicht ändern. Also, Escape, Space Center. Basteln. Genau das Teil hier habe ich genommen. Ein Remote Guidance Unit. Ich kann mal gucken, ob ich das Ding noch abgespeichert habe. Duna. Ne, habe ich nicht abgespeichert. Duna Länder 4.2 ist der, den wir hier abholen wollen. Aber den können wir auch laden. So, das Ding kennen wir ja. Dann habe ich die ganze Stage hier weggenommen. Also den ganzen Länder. Und stattdessen halt das Ding nicht direkt hier raufgebappt, aber dann da raufgebappt. Und in das Ding passte, passenderweise, ein so ein, wie heißen die Dinger? Klampotron. Die waren hier irgendwo. Radial, Stack Decoupler, nein. Da ist das Ding. Ein Klampotron Docking Port. Der passt genau rein. Also auch von diesem Snap to Grid und diese grünen Andockpunkte. Das passt genau alles aufeinander. Der einzige Haken ist, wenn die Teile dann direkt übereinander liegen, was sie vom Spiel her wohl dürfen, kann ich damit nicht docken. Also ich hing da wirklich 2-3 Stunden lang und die haben sich geknutscht wie sonst was. Also die Dockklammer hiervon und die Dockklammer, die hier unten dran ist. Bei dem Länder. Ne? Aber nix. Kein bisschen hat da irgendwas gefunkt. Es war frustrierend. Ja. Aber gut, also das ganze Ding kommt weg. Und jetzt brauchen wir ein großes... Wow. Ein großes hiervon. Wir haben das altbewährte Problem, dass wir nicht die Kapseln ändern können. Das hätten sie inzwischen gefixt. Ja, also baue ich die ganze Rakete nochmal. Ich weiß ja nicht. Warte mal, Steuerung Z macht rückgängig, richtig? Steuerung X. Steuerung Y. Nö, will er nicht. Also wirklich viel kompliziert ist ja nicht bei. Wir haben 4 orange Tanks außen dran, 2 orange Tanks in der Mitte. Und das hier könnte ich dann gleich auf dem Vierer-Design abändern. Aber vorher probiere ich nochmal, ob ich das irgendwie hinbekomme, einfach die Kapsel auszutauschen. Load. So. Das muss hier ab. Das Ding bewegen wir mal dahin. Das Ding bewegen wir mal hier hin. Da kannst du andocken. Da nicht. Warum nicht? Und genau das Ding meinte übrigens, das könnte man hier außen ranbappen. Dann können unsere Kannibale sich da reinsetzen und damit nach Hause fliegen. Auch wenn das bestimmt ein sehr interessanter Flug werden würde. Vor allem der Wiedereintritt. Aber ja. Oh, na gut, wie es scheint, müssen wir wirklich was Neues bauen. Aber das ist kein Problem. Wir haben schon lange keine Rakete mehr gebaut. Zumindest ich nicht. Das heißt, wir bauen das jetzt einfach hier oben hin. So, das Ding fliegt bis nach Duna. Macht da eigentlich nichts, außer einen Astronauten einzusacken und fliegt wieder zurück. Das heißt, die Stage hier landet später nur auf Kerbel. Kerbin. Das heißt, wir brauchen eigentlich nur einen großen Fallschirm oben drauf. Sonst braucht die Stage hier gar nichts. Dann brauchen wir... nicht
den die Kappler. Den die Kappler. Und jetzt kommt der Abschnitt, der von Duna wieder zurückfliegt. Das wird so ein Tank sein. Ähnlich wie der von der Stage vor dem Lander in dem Duna Lander 4.2. Unser Alter hatte ja drei Atom-Dinger da dran. Und ich überlege gerade, ob wir drei wieder nehmen oder vier. Weil drei war sehr instabil. Da hatte ich absolut keinen Bock mehr drauf am Ende. Advanced SAS. So. Das Ding. Aber vier Atomreaktoren bedeutet wieder, dass man mehr Gewicht hat, das man hochbringen muss. Was ja echt nicht schön ist. Propulsion. Wo seid ihr? Da seid ihr. Vier Stück davon. Wie viel wiegt ihr? 2,25. Wie viel wiegt so ein Tank? 9. Wir müssen noch bedenken, das wiegt jetzt alles ein wenig mehr. Vor allem die Kapsel. Und drei Goblins. Eventuell müssen wir hier sogar einen orangenen Tank nehmen. Das wäre Hammer. Na gut. Wir brauchen jetzt erstmal die Halterung, um das Ganze festzumachen. Und wir nehmen jetzt das Vierer-Design. Einfach in der Hoffnung, dass es ein wenig besser zu steuern ist. So, mittig. Dann hätten wir gerne die Tanks. Vier Stück. Die sind auch mittig. Ja. So, ihr bekommt jetzt die Atomreaktoren drunter. Und ihr braucht noch Fuselage, oder wie auch immer das so schön heißt. Und zwar nach außen. Und ich hoffe einfach mal, dass diesmal dann nichts abreißt und wir immer manuell den Treibstoff hin und her transportieren müssen. Das war nämlich auch nervig. So. Das Ding wird jetzt ein bisschen kopflastig sein, oder? Center of Mass? Nö, gar nicht. Oh, sehr schön. Okay. Braucht das Ding RCS? Wir wollen nicht docken. Also ist Feingefühl in der Tonne. Wir sind jetzt absolute Grobmotoriker, die einfach nur hinbrennen wollen, fast gegenstoßen. Das Ding ruhig zerstören, das ist vollkommen egal. Wir wollen nur den Carbonauten. Ja gut, dann sparen wir uns das Gewicht für das RCS. So. Das ist soweit okay. Dann hätten wir jetzt gerne eine Dock-Einheit da. Und da können jetzt schon die hier hin. Zwei große orangene Tanks. Und ein großer. Du bist nicht groß. Du bist groß. Bist du auch der richtige große? 1500, 650, 215. Jo. Eine Sache, die ich noch ändern möchte. Und zwar möchte ich experimentieren. Also, es ist nicht wirklich experimentieren, denn die Physik dahinter stimmt wohl soweit. Und zwar möchte ich Jet Engines benutzen. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob das ein Exploit ist oder nicht. Aber ich habe mir jetzt schon von sehr vielen Leuten sagen lassen, wenn man innerhalb der Atmosphäre ist, sind die Jet Engines wesentlich effektiver. Aber das müssen wir dann gucken. Hier steht ein ISP-Wert auf Sea-Level von 800. Die hier haben einen von 300 zum Beispiel. Und die hier 220. Also ja, die scheinen sehr, sehr wirkungsvoll zu sein. Das heißt, wir könnten jetzt. Erstmal brauchen wir die vier Tanks. Ich denke mal, die werden wir schon noch brauchen. So, woran orientieren wir uns? An dem roten Pfeil da und an den komischen Kabeln, die hier außen lang laufen. So, da kommt jeweils noch ein orangener Tank ran. Und das klappt richtig gut mit dem Ransnappen. Also ich muss die immer wieder wegziehen, ranmachen, wegziehen, ranmachen. Da hat sich schön was getan. Das ist schon mal sehr beruhigend. Können jetzt schon mal ein paar Stahlkabel verzwirbeln, damit ich das später nicht alles machen muss. So, auch nach Irks von
da nach da jeweils. Noch irgendwo. Unten. Nö. Vielleicht noch da in die Mitte ran. Also von hier am Rand dahin. Yeah. Das sieht nicht so wirklich symmetrisch aus. Kriege ich dich irgendwo gepackt? Ja. Zoom, 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 zoom. Wir hätten dich gerne von da daran. Ja, das sieht schon besser aus. Ja, oh, sehr schön. So, und du bist jetzt Duna Risky Rescue 1.9.